hochkommen und schaut euch um. Boah, dieser Ausblick. Schaut euch einfach diesen Ausblick an. Und ja, Timo und ich waren 12 Stunden im Flieger. Wir haben da warmes Essen bekommen und war sehr anstrengend. Also der Po hat sehr geschmerzt nach einer Zeit. Und jetzt sind wir in diesem unfassbar geilen Apartment. Das ist unglaublich. Ich mache euch morgen einfach mal eine Roomtour, wenn es hell ist. Und ich schmeiß mich jetzt erstmal aufs Bett und chill. Ich muss eigentlich jetzt schon schlafen. Ich bin total übermüdet, aber ja, ich werde euch auf jeden Fall die ganze Zeit, 2 Wochen lang mitnehmen. Hi Leute, ein neuer Tag ist angefangen. Hat angefangen. Und zwar sind wir hier in unserem wunderschönen Apartment in Los Angeles. Und ich glaube, ich mache euch mal eine kleine Roomtour. Der Timo hat gerade seinen schon gedreht, aber für den Vlog-Kanal. Also das habt ihr bestimmt schon gesehen. Aber ich werde euch die trotzdem jetzt nochmal zeigen, falls ihr sie nicht gesehen habt. Und wir fangen auch direkt mal an. Also, hier kommt man rein. Hier ist die Eingangstür. Und ja, hier ist nichts Besonderes. Dann gehen wir jetzt mal nach rechts. Ja, und hier ist der wunderschöne, riesen Kühlschrank. Es ist echt unglaublich, wie riesig der ist, ernsthaft. Also hier in USA ist es einfach üblich, große Dinge zu haben. So alles King Size. Wie viel war das? 3 Liter? Ne, 3,7 Liter irgendwie Orangensaft. Was weiß ich, 2 Liter Milch. In diesem Teil bescheuert hier. ja, hier haben wir Tiefkühlsachen, dies, das, Ananas. Hier haben wir so ein paar Sachen, so ein bisschen Süßigkeiten, Kelloggs, Brot. Und ja, hier oben haben wir, glaube ich, gar nichts. So ein paar Servietten. Und hier haben wir eine Spülmaschine. Hier haben wir Gläser und so weiter und so fort. Also eine komplette Küche, komplett eingerichtet. Spülmaschine, Toaster, Herd, Mikrowelle und Ofen. Und ja, hier ist so die kleine Chill-Area. Also hier ist so das Wohnzimmer, so gesagt. Mega, boah, das ist mega gemütlich, ne? Und ja, hier sind so 2 Tischchen. Und da haben wir unseren Fernseher, wo aber leider nur amerikanische Sachen. Eine Anlage zum Musik hören. Dann haben wir hier halt eine kleine Ecke mit einem Stuhl, ein bisschen Teppich. Hier unseren überkrassen Ausblick. Wir sind im 32. Stock, direkt über Downtown. Und können bis zu Venice Beach sehen, bis Hollywood sehen. Also wir können echt fast alles sehen hier. Alleine zu wissen, dass ihr, wir haben jetzt gerade, wie spät haben wir jetzt? 1:30 Uhr. Und ihr habt einfach mal schon irgendwie 11 Uhr in Deutschland abends. Und das ist krass, also ehrlich. Hier geht's weiter, hier ist einfach so ein Tisch zum Essen. Hier haben wir auch gefrühstückt. Hier ist ein Kronleuchter, das ist auch ganz gemütlich. Abends kann man das schon anmachen. So, hier haben wir so einen kleinen Arbeitstisch, kann man auch direkt auf die Stadt wiedersehen. Und hier haben wir unsere ganzen Sachen hier und hier kann man eventuell auch ein bisschen arbeiten. Hier einen kleinen Sessel. Unsere Longboards haben wir auch mitgenommen. Und ja, hier ist unsere kleine Schlafecke und hier schlafen wir, ist ein ganz normales Bett. Ist ganz gemütlich, haben auch ganz gut geschlafen die Nacht. Hier ist eine Kommode, wo wir unsere Klamotten reintun und Timo seine Klamotten draufgetan hat. Und hier ist ein Riesenspiegel, wo man einfach alles sieht. So, und hier haben wir einen Trockner, eine Waschmaschine, ganz normal Waschbecken mit Spiegel, Klo und eine Badewanne. Oh, so schön. Hier, bitte. Dankeschön. Ist das an? Hi Leute, ein neuer Tag hat begonnen. Und ja, wir sind gerade auf der Straße und warten auf ein Taxi, weil wir jetzt nach Hollywood fahren. Und ja, das ist echt extrem. Also wir sind echt mega aufgeregt und oh mein Gott. Und ich sage euch mal die Landschaft. Die Gegend hier. Also wir haben hier direkt neben uns einen Starbucks. Das ist nicht toll. Perfekt für uns. Es ist sehr windig, wie ihr sehen könnt. Endlich angekommen in Hollywood und es ist so krass. Wir sind gerade mitten auf dem Walk of Fame und es ist einfach heftig. Antonio Banderas. Es ist einfach so geil und hier ist Destiny's Child. Es ist so geil hier und hier kann man so richtig geil shoppen gehen. Timo wird die ganze Zeit vorgelauert von irgendwelchen Leuten, die Musik im hier verkaufen. Ich glaube, das geht mal. Also der Timo, den kann ich jetzt erstmal vergessen. Der ist da hinten. Der Laden heißt Shoe Palace Hollywood.
Ihr könnt euch vorstellen, wie der Timo sich gerade fühlt. Wir waren gerade hier lecker bei Starbucks. Ich habe einen lecker Refresher. Und da hinten ist das Hollywood-Zeichen, aber ich glaube, ihr könnt das nicht ganz genau sehen. Ja, so schon ziemlich weit weg. Ach, guck mal hier, Universal Studios. Get ready for the ultimate Hollywood movie experience. Geil. Wir sind gerade hier, wo die ganzen Stars ihre Handabdrücke und Fußabdrücke hier da lassen. Richtig krass. Ach, das Twilight, das habe ich jetzt erst gesehen. Guck mal, hier ist Harry Potter. Und das Twilight. Ich habe die gleichen Hände wie Rob's, an der ein bisschen größer. Boah, der Riesenfüße. Guck mal, mit Will Smith. Wir befinden uns immer noch in Hollywood. Wir waren gerade schön shoppen, beziehungsweise Timo. Ich habe mir nur ein T-Shirt gekauft, was ich sogar noch umsonst bekommen habe. Und ich glaube, Timo, ich glaube, das steht In-N-Out-Burger, oder? Ja, da steht's. Ja! Wir sind nämlich jetzt auf dem Weg zu In-N-Out-Burger, weil wir von vielen, vielen gehört haben, die schon da waren. Es ist so lecker. Oh mein Gott. Es soll erste Sahne sein. Es soll sowas von erste Sahne sein. Mit einem extra Sahnehäubchen nochmal dazu. Also erste Sahne mit extra Sahnehäubchen und einer Kirsche. Yay, wir haben ihn gefunden. Timo, wie fühlst du dich? Mir ist heiß. Hier sind unsere Burger. Dann hier, nimm mal den ersten Bissen, Timo. Ich will den aufnehmen. Ist der lecker? Normaler Burger. Ja? Mhm. Das war unsere erste Erfahrung mit dem In-N-Out-Burger. Es war sehr voll, es hat nach Schweiß gestunken, die Klos waren verdreckt und der Burger war jetzt auch nicht so... Komm, jetzt meckern auf. Bei mir zu Hause ist es genauso schlimm. Ja, aber ich fand das Essen, also ich fand die Burger jetzt nicht so geil, dass jeder sagt, oh mein Gott, das sind die besten Burger. Ja, aber Sie waren lecker, aber man kann nicht sagen, oh mein Gott, das sind die geilsten. Da finde ich die Timo macht, auf jeden Fall tausendmal besser. So ein super toller Typ bin. Die sehen zwar manchmal echt scheiße aus, aber sie sind lecker. Nein! Wir sind gerade in einem Souvenirladen und ja, die Amerikaner nehmen es auf jeden Fall nicht für klein, dass hier große Schilder stehen. Ich will in den Hello Kitty Laden. Hey. Doch. Ein Paradies. Oh nein, komm, lass wieder hinhängen. Timmy. Bitte, das ist nicht richtig, was du machst. Und so wunderschön sieht Hollywood bei Nacht aus. Krass, ne? So Leute, wir sind jetzt auch schon wieder zu Hause und zwar waren wir gerade noch kurz bei Starbucks. Ich habe mir einen Hot Chocolate geholt, leider ohne laktosefreie Milch, aber ich hatte gerade so Lust auf einen. Und jetzt hast du gerade der Durchfall. Ich habe Durchfall. Timo und ich werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen schneiden. Timo und ich müssen um 5 Uhr bei uns aufstehen, damit bei euch um 14 Uhr das Video online kommt. Genau. Das haben wir aber letztens auch geschafft, sogar um 12 Uhr. Also werden wir das diesmal auch schaffen, oder? Ich hoffe. Ich stehe sowieso jeden Tag irgendwie mal um 6:30 auf. Dann sind sie eh nur eineinhalb Stunden vorher. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Hi Leute! Ein neuer Tag hat angefangen. Und wir gehen heute zum Convention Center, beziehungsweise in die Nähe davon. Weil wir wohnen ja auch hier in der Nähe davon. Und wir gehen da jetzt mal zu Fuß hin. Und ja, wir gehen da jetzt auch ein bisschen shoppen, beziehungsweise gucken einfach mal, was da so abgeht. Boah, wir sehen so richtig American Style aus. Auf jeden Fall müssen wir da eine Kleinigkeit drehen. Das Endergebnis werdet ihr sehr wahrscheinlich schon gesehen haben. Ach ja, wir müssen jetzt auch den Müll wegwerfen. Und das ist auch eine ganz neue Sache hier, weil das ist ein Raum mit so Dingern an der Wand. Dann kann man das da so reintun und dann fällt das da so runter. Das zeige ich euch alles gleich. So wie es wie ein Blumsklo. Ja, eigentlich nicht, aber ist auf jeden Fall cool. Tschüss! Ich glaube, es fällt jetzt 32 Stockwerke. So sieht übrigens unser Aufzug aus. Und der ist echt krass. Also hier sind ein paar Stockwerke und es geht so schnell. Man kriegt voll Druck auf den Ohren. Wir sind gerade in einer Mall bei uns in der Nähe und hier haben wir Victoria's Secret, irgendwas da, Target, Mac, also so Sachen und hier gibt es Cupcakes und man muss hier auf jeden Fall gleich hin. Cupcakes. Lass uns Cupcakes holen. Lass uns gleich Cupcakes erstmal, ich wäre dafür, dass wir uns erstmal was zu trinken. Ich wäre dafür, dass wir erstmal zu Victoria's Secret gehen. Ja, können wir auch nicht. Aber ich habe Durst, können wir nicht vorher bitte was trinken? Nur dann können wir direkt ins Victoria's Secret. Wo wieder zu Starbucks. Ja, wenn die hier einen haben. Ja, haben sie auf jeden Fall. Also wir sind gerade im Target und die Fernseher, die sind ja auf volle Pulle und es ist echt laut, wenn man hier herumgeht. Jetzt gerade geht's, aber gerade war es echt laut. Und ich glaube, meine Haare stehen da ein bisschen ab, ne? Gut, dass der Timo mir immer Bescheid sagt.
dass ich so toll aussehe. Warum sagst du mir nicht, dass meine Haare da abstehen? Sieht das toll aus. Leute, ihr wisst nicht, was uns gerade passiert. Das ist so lustig. Wir gehen so aus diesem Shopping-Center raus und da kommt so ein Typ zu mir. Und er so, hey, you're really cute. So von wegen einen auf Anmachen vor Timo. Dann macht er einen auf Smalltalk von wegen, ja, wo kommst du her und so. Bla, bla, bla. Und er will ja auch unbedingt mal nach Deutschland kommen und so. Und dann hat sie mich so voll angemacht. Dann meinte Timo schon so, will er sich jetzt hier mit dir, dich hier anmachen vor meinen Augen oder was? Und dann kam's. Dann hat er mich eiskalt gefragt, ob ich Drogen will. Und ich so, nein. So, wir sind wieder hier in Hollywood. Und jetzt sind wir in Dave und Buster's, steht da hinten. Und ja, ich habe mir Mac and Cheese bestellt. Der Timo hat sich einen leckeren Burger bestellt, den er noch zusammenbauen muss, wie ich sehe. Und ja, ich esse jetzt das erste Mal originales Mac and Cheese und ich mache den ersten Bissen mal mit euch. Oh, geil. Mmh. Ja, schmeckt echt mega gut. Timmy, du musst doch noch das hier drauf tun. Ja, jetzt ist es ein Burger. So, wir sind jetzt hier in Madame Tussauds. Es ist das erste Mal, dass ich hier bin. Oh mein Gott, das ist total scary, finde ich. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass sie sich irgendwie bewegen oder so. Aber da ist Rihanna. Oh Gott, die sieht echt gut aus. Ja, yeah, ich bin Rihanna. Oh mein Gott, das ist so komisch. Die gucken einen so an und oh. Okay, ich weiß also jetzt, dass nur das Gesicht aus Wachs ist und dass der Körper nicht aus Wachs ist. Oh Gott, guckt euch mal die Haare an. Die sind so original. Oh mein Gott, oh Gott, ey, gleich bewegt er sich so. Hi, ich bin gar keine Wachsfigur. Ja, ich bin gerade hier mit Lady Gaga. Die hatte gerade ihren Auftritt. Ja? Guck mal, die ist echt, die ist auch kleiner als ich. So, gleich fällst du um. Stell dir mal vor, die fällt um. Die hat echt einen schönen Hintern. Timo! Sogar die Muttermale wohnen hier da extra. Krank, das ist crazy. Crazy ist das. Hi Jim Carrey, aber du siehst echt, wirklich echt aus. Das ist krass. Mega! Aber ich hab trotzdem noch ein bisschen Angst. Guck mal, du hast doch was im Gesicht. Was ist los mit dir? So Leute, wir sind jetzt im Shopping-Paradies Citadel. Von Marens Empfehlung aus ihrem Video gesehen. Deshalb habe ich gedacht, komm, gehen wir mal hier hin. Hier soll es gut sein. Und jetzt sind wir hier und ich bin echt gespannt, ob wir wirklich viele Sachen bekommen. Auf jeden Fall ist es so eine kleine Stadt hier, man kann hier gut essen und die gibt halt krasses Shopping-Leben wie Michael Kors, Calvin Klein. Das ist halt alles günstiger. Am besten sind halt so Geschäfte, wo man weiß, dass die Dinge teuer sind und die eventuell billiger bekommen kann. Und mir tun die Augen so weh. Und jetzt sind wir auch schon wieder zu Hause und ja, es war eigentlich ganz cool im Citadel Outlet Center. Also ihr könnt sehen, ich habe eine Riesentüte voller Sachen. Vans Outlet. Und ich habe zwei Paar Vans für ganz genau 45 Dollar gekauft. Könnt ihr hier ungefähr ausrechnen, wie viel das ist? Ich glaube, es sind so um die 35 Euro. Und ich habe die einmal für mich und einmal für meine Schwester geholt. Also Lena, wenn du das gerade siehst, ne? Ich habe mir diese hier geholt in Mintgrün mit einer etwas dickeren Sohle. Die haben, ich glaube, 25 Dollar gekostet. Diese hier gab es da auch. Und ich habe für die damals, glaube ich, 60 Euro bezahlt. Und die gab es jetzt einfach mal für 39 Dollar. Und das fand ich auch mega süß. Das habe ich nämlich aus dem Disney-Laden. Man muss die einfach nur aufmachen. Und das sind einfach so kleine Böhnchen. Sind das Bohnen oder sind das Erbsen? Ja, Bohnen, aber ich mach... Das sind Erbsen. Guck mal, wie süß die sind. Die sind so süß. Toy Story. Die sind aus Toy Story? Ja, Toy Story. Oh, schaut euch mal die Gesichter an. Oh, ich liebe ja so Dinger. Und ja, dann sage ich mal gute Nacht für mich. Ich muss auf jeden Fall auch schneiden. Und für euch bleibt dran. Bis gleich. Und das war's auch schon mit dem ersten Teil von unserem Follow Me Around aus Los Angeles. Ich weiß doch gar nicht, ob nur noch ein Teil oder zwei Teile kommen. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, dass die nächsten zwei Sonntage oder nur nächsten Sonntag dann der nächste Teil kommt. Und wie versprochen, hier kommt auch schon die Verlosung, die ich euch versprochen habe. Und in diesem Video werde ich euch etwas von Victoria's Secret verlosen. Und ich fand das mega, mega cool. Und ich weiß, dass ihr es feiern würdet, weil ich es auch mega feiern würde, wenn ich das haben würde. Und zwar habe ich euch dieses tolle Kit hier gekauft.
Und zwar sind da 3 Bodysprays und 3 Bodylotions drin. Und das ist mega, mega, mega cool. Also ich feiere es wirklich. Und ich war so froh, als ich das gefunden habe, weil ich mir dachte, oh mein Gott, das würde euch so gefallen. Und ja, das verlose ich euch in diesem Video. Und die einzigen Bedingungen dafür sind, dass du erstens ein Abonnent dieses Kanals sein sollst, weil das eine Verlosung für meinen Abonnenten ist. Die zweite Bedingung ist, dass du diesem Video einen Daumen hoch gibst. Und die dritte Bedingung ist, dass du mir einen lieben Kommentar in die Kommentare schreibst und mir sagst, was dir am besten an diesem Follow Me Run gefallen hat. Und ja, wie gesagt, das könnt ihr hier gewinnen und das werde ich mit nach Deutschland nehmen und dann sofort abschicken. Und in einer Woche, also nächsten Sonntag, wird hier in der Infobox der Gewinner stehen. Und gebt euch auf jeden Fall Mühe. Ich hoffe, ihr gewinnt es. Vielleicht bist ja gerade du da, diejenige oder derjenige, der es gewinnt. Vielleicht für eure Freunde, vielleicht für eure Mutter, vielleicht für Weihnachten, wie auch immer. Und ich finde es mega, mega, mega cool. Und wie gesagt, im zweiten und wenn es vielleicht sogar einen dritten gibt, gibt es auch eine Verlosung. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Meine Stimme ist schon fast weg. Und übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Timo und ich werden noch eine Woche länger hier in Los Angeles bleiben, weil es uns einfach so gefallen hat. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Tag. Ich habe euch wirklich alle super doll lieb. Und ich vermisse euch alle und wir werden uns alle bald wiedersehen. Und bis dann. Tschüss.